Ja, wir sind noch einmal auf der Wiese. Im Hintergrund sieht man die Weide und wir können das, glaube ich, ganz ehrlich sagen, es fällt uns schwer, hier zu sitzen. Sehr schwer. Was ist zwischendurch passiert, Nadine? Also auf das erste Video haben wir sehr viel Hilfsbereitschaft und sehr viel Aufmerksamkeit gezeigt bekommen und haben die Weide so gut wie es geht überwacht und auch sehr viel aufgepasst. Dann an dem einen gewissen Nachmittag waren wir eine kurze Zeit nicht da, kamen wieder zur Weide an. Unsere beiden Pferde, die haben total verstört da gestanden zusammen. Ich wollte den Wallach meiner Freundin ein Stück entfernt der Stute führen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und er hat gehumpelt, ganz schwer. Dann habe ich es mir angeguckt und habe Schnittwunden entdeckt an der rechten Seite, sowohl vorne als auch hinten. Dann haben wir einen Tierarzt hinzugefügt. Er hat dann die Wunden versorgt. Es konnte sogar mit einem Spalt hinten reingehen. Es waren richtig tiefe Verletzungen und das sollte dann tierärztlich betreut werden. Dann kam der 2 Tage später noch einmal und das mit dem Gehen, da war keine Besserung, so wie sich das erwünscht hat. Und er hat uns dann zum Röntgen geraten. Das haben wir dann gemacht, logischerweise. Und dabei hat sich dann rausgestellt, dass ein richtiger Trümmerbruch am vorderen Ellbogengelenk passiert ist. Um das chronologisch ein bisschen zu sortieren, ich glaube, unser erster Beitrag, das war am 10. Juli, an diesem Dienstag. Und dann, was du jetzt berichtest, war praktisch so 1,5 Wochen drauf an dem Sonntag. Und zwischenzeitlich hatte ja auch schon, hatten sich andere Medien auch schon gemeldet gehabt. Genau. Ihr habt diesen Bericht in der Rheinzeitung gehabt. Es hatte sich TV Mittelrhein gemeldet. Es war sogar beim Südwest 3 ein Filmbericht. Und es hat trotzdem nicht aufgehört. Nee, der Südwest 3 war auch da, nachdem das passiert war. Ja, man muss auch sagen, der David wurde an dem Abend, musste er auch noch genäht werden. Vorne am Vorderlauf und am Hinterlauf, so schwer war er verletzt. Man konnte halt nur nicht feststellen, dass er jetzt den Ellenbogen mehrfach gebrochen hatte. Das war von außen gar nicht zu erkennen. Das war gar nicht zu erkennen. Auf jeden Fall wurde er genäht und der Arzt hat halt gemeint, es ist schon komisch, wenn man jetzt nur die jetzt in Anführungsstrichen äußeren Verletzungen haben, müsste er gehen können. Mhm. Und der Südwest 3 hat halt auch Aufnahmen gemacht und man sieht hinten einen Verband, vorne konnte man keinen Verband machen, weil es halt noch so viel Wundwasser hatte. Gell? Aber wir waren froh, dass sie da sind, dass wir das mal sagen konnten. Ja, und dann habt ihr euch entschieden, auf den Tierarzt zu hören, der gesagt hat, eine Operation ist die einzige Möglichkeit, dass das Tier noch... Die Tierärztin musste auch hier runterkommen, weil... War gar nicht transportfähig. Er war gar nicht transportfähig. Und sie hat hier die Röntgenaufnahmen gemacht und sie sagte auch, an ihrer Stelle würde sie auch, rät sie auch zu einer Operation, weil sonst hätte der David überhaupt kein lebenswertes Leben mehr gehabt. Hätte ja gar nicht mehr laufen können und nicht mehr springen und gar nichts. Und gar nichts mehr. Hätte er sich gar nicht mehr bewegen können und das führt zu Versteifungen und dann bleibt am Ende halt nur übrig, dass man einschläfert. Gell? Ihr habt euch also zu dieser Operation entschieden, obwohl klar war, dass es mit hohen Kosten verbunden ist, aber man kann ja so ein Tier nicht einfach mit seinen Schmerzen lassen. Warum kann man das sagen, warum es letztlich doch nicht geklappt hat? Und zwar, die Operation ist gut verlaufen, die haben ihn in Narkose gesetzt, der ist auch wieder aufgewacht und dann leider ist er falsch aufgestanden. Er hatte durch den ganzen Trubel vorher und durch das alles, was passiert ist die Wochen vorher, durch die vielen Herzrhythmusstörungen haben sie da festgestellt, was er vorher nicht hatte. Man muss dazu sagen, er wurde 7 Tage später erst operiert. Er hat also 7 Tage noch mit seinen Schmerzen ausgehalten, ist in den Anhänger, hat sich gut verladen lassen, ist mit nach Köln in die Klinik, hat das auch ganz prima hinbekommen. Da wurde er nochmal geröntgt und der Arzt sagte, es sind sehr gute Chancen, es sind halt nur viele Risiken, wie die Schnittverletzung vorher. Ja. Das kann eine Entzündung erfolgen. Aber das Hauptrisiko lag halt darin,
dass er richtig aufstehen muss. Ja. Und der Arzt sagt, er hat einfach die Kraft nicht mehr gehabt, sich richtig aufzustellen. Er war zu schwach dafür. Das Herz war auch zu schwach dafür am Ende. Über die Kosten denkt man in so einem Moment wahrscheinlich gar nicht nach. Und ihr habt euch jetzt überlegt, doch diese große Hilfsbereitschaftswelle zu nehmen, um den einen oder anderen zu bitten, euch auch finanziell zu unterstützen, weil ja doch einige tausend Euro jetzt zusammengekommen sind. Ja, und zwar musste er ja öfter geröntgt werden wie gedacht und vor allem mit einer Operation haben wir gar nicht gerechnet. Und wir haben in dem Moment einfach daran gedacht, was am besten fürs Pferd ist und auf Hilfe gehofft und sind auch davon ausgegangen, dass wir das irgendwie, egal wie, für den David machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben die Bilder gesehen. Wir können jetzt einfach auch nur bitten, helfen Sie mit, diesen Wahnsinnigen oder diese Wahnsinnigen zu finden, die den Tieren so etwas angetan haben. Die Frage ist doch wirklich, wenn jemand einem Tier so etwas antut, wie geht der mit Menschen um? Ich danke euch für diese offenen Worte. Ich wünsche euch, dass diese Hilfsbereitschaft weitergeht und ich wünsche euch, dass ihr wieder reiten könnt. Es geht weiter und vor allem hoffen wir, dass ganz viele Menschen dadurch jetzt ein bisschen aufgerüttelt werden und wissen, so etwas darf man einfach nicht tun. Nee. Ein letztes Wort zu Indy, dem anderen Pferd. Das ist zum Glück, was heißt zum Glück für das Pferd, zum Glück für euch ja nicht, zum Glück. Es ist in Sicherheit, fällt euch natürlich auch schwer, wäre schöner, das Pferd hier zu haben, aber es geht ihm gut. Ja, sie ist in einem guten Stall, da wird sie beschützt, das ist beruhigend, man kann schlafen. Und der Indy geht es auch besser. Sie ist viel, viel ruhiger geworden, weil sie nicht mehr unter diesem Dauerstress steht. Vielen Dank.